Nee, das geht einfach. Ich zeig das mal kurz. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Trick. Wenn man zum Beispiel sagt, 11 mal 15, dann geht das so. Ich schreibe bloß ganz einfach die 15 auseinander. Und zwar so, dass hier ein kleines bisschen Platz dazwischen ist. Und dann sage ich, okay, und 1 plus 5 ist 6. Noch ein Beispiel? Ja, gut, also das geht aber jetzt so schön nur mit der 11. 11 mal 17. Ich schreibe die 1 und die 7, ne? Hier die 1 und die 7 schreibe ich auseinander. 1 plus 7 ist 8. Achtung, machen wir das mal mit der 18. Dann sieht das so aus. 1 und 8. 1 plus 8 ist 9. Bis hierher klappt das relativ reibungslos. Wenn ich dann aber sage 11 mal 19, die 1 und die 9 auseinandergeschrieben. Aber jetzt wird es ein bisschen spannend, denn 9 plus 1 ist 10. Ich schreibe eine 0 dazwischen und mache hier eine 2 draus. Also es ist 209. Probieren wir das mal 11 mal 27. 11 mal 27, 2, 7, ne, zack, dazwischen geschrieben. Und 11 mal 28, Achtung, ein bisschen aufpassen. Jetzt schreibe ich mal die 2 sicherheitshalber ein bisschen dünner. Die 8 dahin, 8 plus 2 ist 10, also hier der Übertrag hin wird es 308 und so weiter. Ist doch gar nicht so schlimm. Ja, das ist so ein Trick. Ja, gibt es noch mehr? Ach so, ja gut. Ja, alles klar.